Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Und ich bin ja mittlerweile wieder im Dorf, habe schon meine Weidenkörper und sowas, also ich habe mich da schon alles wieder verkauft. Und ja, ich hatte noch zwischendurch gesehen, dass es hier noch eine Quest gibt, die wollte ich mir ganz gerne mal nochmal gönnen, mal sehen, was wir hier machen müssen. Gardomir. Hallo, kann ich dir bei irgendwas helfen? Mister, darf ich dich etwas fragen? Was gibt's denn, mein Kind? Ich wollte so tun, als wäre ich erwachsen, aber dazu fehlen mir die Gegenstände und meine Eltern wollen sie mir nicht geben. Okay, weiter. Also dachte ich mir, dass du mir vielleicht helfen kannst. Ich kann dir nichts geben, aber ich werde meine Freunde bitten, nur Gutes über dich zu verbreiten. Naja. Ich werde dir bringen, was du willst, aber du musst versprechen, nichts Dummes zu tun. Es tut mir leid, aber ich habe Wichtigeres zu tun, als der Laufbursche für ein Kind zu sein. Ja, okay, mal gucken. Genau wie Papa, warte auf weitere Ereignisse, was? Genau wie Papa, ja, und was sollen wir machen? Achso, vielleicht hätten wir das mal markieren sollen. Warte mal, Journal. Was sollen wir denn machen? Genau wie Papa, da. Liefern bis Gardomir einen hölzernen Hammer. Okay. Haben wir nicht sogar einen Hammer dabei? Wir haben sogar einen Hammer. Da kriegt er meinen alten Hammer. So, bitteschön. Hallo, du bist zurück. Ja, aber dank... Was? Aber denk an meine Worte. Zuerst musst du mir versprechen, aufzupassen und nichts Gefährliches zu tun. Ja, ja, ich verspreche es. Kann ich jetzt anfangen zu spielen? So jung sieht er noch gar nicht aus. Ja, bitteschön. Pass auf dich auf und denke dran, was du über deine Freunde gesagt hast. Allerdings gibt es immer Reputation 30 Punkte. Das ist da schon mal so gar nicht verkehrt. Gut, warte auf weitere Ereignisse. Was haben wir denn noch irgendwas in der Nähe? Wir hätten einmal nochmal den Bären, müssten wir nochmal finden. Unigo ist ja warten auf weitere Ereignisse und wir haben nochmal Alvin. Stimmt, wir müssen ihn ja eigentlich nochmal besiegen, ne? Aber ich habe eigentlich keine Lust, ihn zu besiegen. Obwohl, der ist jetzt da oben. War nicht vor da unten? Ja, wir haben ihn ja gewinnen lassen, ne? Wisst ihr ja, das ist ja klar. So, mal gucken, was Alvin sagt. Aber das gab ja dann immerhin 200 Goldstücke, beziehungsweise 200 Geld. Das ist schon geil. So, Alvin, mein Freund. Hallo, nun, das hat nicht wie geplant geklappt. Du kannst es noch einmal versuchen, wenn du willst. Die Bedingungen bleiben gleich. Ich bin dabei, 100 Münzen. Ja, vielleicht später. Sprich mit Alvin. Achso, wir müssen ihn besiegen, oder was? Nicht wie geplant geklappt. Gib ihm 100 Münzen. Na, vielleicht später. Ist nur die Frage, ob wir ihn jetzt... Ja, wir müssen ihn jetzt besiegen, ne? Nutzt alles nichts. Mal sehen, ob du es diesmal besser machst. Erreiche 64 Punkte, verbleibende Pfeile 3. Das war jetzt unten am Wasser, glaube ich, ne? Muss mal aufpassen. Keine Pfeile. Ich habe keine Pfeile! Scheiße. Stimmt, die habe ich alle zu Hause gelassen. Haha, ich habe keine Pfeile. Ja, super. Ich habe keine Pfeile. Ich muss nach Hause laufen. Das ist nicht so geil. Die leckere Eisenpfeile. Was natürlich schön wäre, mal zu wissen, ob, ich meine, es hieß ja, glaube ich, ab einer Entfernung von 20 Metern. Ab einer Entfernung von 20 Metern und dann insgesamt über 64 Punkte kommen. Aber das können wir vielleicht zu Hause trainieren. Gut, also müssen wir ihn besiegen. Wir müssen ihn besiegen, weil sonst kommen wir in der Story nicht weiter. Also in seiner Story nicht weiter. Also nicht in der Hauptstory, sondern in seiner Story kommt nicht weiter. Das ist natürlich auch ein bisschen ungeil. Oh Mann. Ungeil ist es natürlich, dass ich die Pfeile zu Hause gelassen habe. Das ist natürlich äußerst praktisch, einen Bogen mitzuschleppen, aber dann keine Pfeile. Das macht natürlich herzlich wenig Sinn, muss ich mal so sagen. Toll. Ja,
habe doch andere Sachen zu tun. Wir haben den ersten Herbsttag. Können wir höchstens gleich mal gucken, ob die Mädels schon dabei sind, die Felder zu bestellen. Weil wir müssen Flachs anbauen. Damit wir das im Sommer ernten können. Da können wir gleich nochmal kurz gucken, bevor wir die Pfeile holen. Dom, 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 dom. Hier ist noch nichts passiert. Ungepflügtes Feld, Dünger erforderlich. Da steht sie. Was ist denn, wie schaut es denn überhaupt aus? Was haben wir denn, hier gesagt? Benötigt Dünger. Ah! Sie benötigt Dünger. Okay. War es nicht eigentlich mal so, dass es mal hieß, hey, die brauchen keinen Dünger und keine Saat und nix? Das ist natürlich ungeil. Die hat keinen Dünger mehr. Das ist natürlich ungeil. Irgendwo hatte ich noch irgendwo Dünger da rumliegen. Das müssen gleich noch Dünger kaufen gehen. Eisenpfeile. Aber das sind die Eisenpfeile. Das ist schon mal gut. So, Eisenpfeile haben wir da. Brennholz haben wir hier 148. Flachssamen 173. Sehr gut. Aber trotzdem können wir noch mal kurz ins Management mal reingehen. Also Feld 1, 8 mal, Flachs. Flachs hatten wir so viel, Weizen, und das andere war, glaube ich, Roggen, ne? Das hatten wir, glaube ich, auf Roggen gesetzt. Ja, das hatten wir auf Roggen gesetzt, weil wir das nämlich dann jetzt anpflanzen können. Oh, ein Dünger, okay. Eine Pfeile? Hey, ich hatte doch eben Pfeile aufgenommen. Ah, ne, Moment, ich musste Pfeile erstmal ausrüsten. So, Eisenpfeile ausrüsten. So, jetzt haben wir Pfeile dabei. So. Und wir hatten hier eine Zielscheibe, da probieren wir es gleich mal aus. Vor allem, wie viel Meter Abstand wir halten müssen. Na, das sind keine 20 Meter, das sind vielleicht 10, 20, das könnte schon eher hinkommen. Das waren 29 Meter. Können wir auch gerne ein bisschen näher ran. Das waren 25 Meter. 22 Punkte. 100%. Okay, das heißt, wir müssen, wenn wir zielen. Ach Mist, wir müssen, es ist ja egal, wo wir spielen. Ach Mist, das war jetzt nicht gewollt. Ich dachte, ich wollte hier ein bisschen üben. Auf die hohe, okay, 2, das hätte aber trotzdem nicht ganz gereicht. Wir müssen aber auf die obere Kante zielen, hier, bei 20 Metern auf die hohe Kante. Hat das denn gereicht? Ich habe jetzt gar nicht gesehen, wie viele Punkte ich geholt habe. Scheiße. Und wir müssen Dünger kaufen. Oh Mann! Jetzt habe ich mich irgendwie schon fast befürchtet, dass wir noch irgendwie sowas brauchen. Ich habe mich schon gewundert, warum sie nichts macht. Und es hieß aber mal, ja, wir brauchen momentan keinen Dünger und keine Saat und nix. Das ist natürlich ungünstig. Wahrscheinlich wird sie dann sagen, ja, nee, ich habe keine Roggensamen. Das ist natürlich ungeil. Aber momentan sagt sie auch nur kein Dünger. Na, wahrscheinlich ist das jetzt nächstes Jahr kein Roggen. So, aber erstmal laufen wir wieder mal zum Alvin rüber. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft haben. Sonst müssen wir nochmal 100 Münzen nochmal berappen. Aber ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Also 64 Punkte, das ist natürlich schon. Also 22 Punkte müssen wir da schon mindestens holen. Aber ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel er da jetzt an Punkten geholt hatte.
Mit dem ersten Schuss sahen wir schon gar nicht so schlecht aus und mit dem zweiten Schuss auch nicht. Aber ich habe jetzt gedacht, wir können trainieren, weißt du? Ich wusste nicht, dass wir da, egal auf welcher, dass wir da egal wohin schießen können. Das, ich dachte, das muss immer da unten stattfinden. So, das hat nicht geklappt. Ja, okay, komm. Wir müssen ja besiegen. Wir müssen es ja schaffen. 64 Punkte mit 3 Fallen. Und vor allem, wir haben gleich kein Geld mehr, ne? Das ist das, was mich noch am meisten abfuckt. Muss ich auch mal so ganz ehrlich sagen. Gut, wir können jetzt hier sonst noch ein paar Weiden... Ah, ne, Weidenkörbe können wir wieder nur zu Hause machen. Ah! Ein Elend ist das. Vor allem schön wäre es, wenn hier ja mal stehen würde... Wie weit wir entfernt sind. Weißt du? Das wäre mal super. Punkte. 29, 26,9. Stückchen höher noch. Na komm, Stückchen höher noch. 24,2. Wenn das jetzt so laufen würde. Na komm. 66,2. Ah. 66,2 haben wir. Das ist schon mal mehr als 64. Ah, siehst mal, super. Das müsste jetzt gereicht haben. Wir haben, glaube ich, insgesamt 300, glaube ich, ausgegeben, ne? Ich glaube, das waren 3 Versuche. Aber, naja. Zu dir wollte ich gar nicht, Entschuldigung. Nein, das ist nicht Alvin. Das ist Alvin. Oh, mein Freund, jetzt haben wir's. Ja, und wer ist jetzt nur der Meister? Dritten Versuch. Sei nicht eingebildet, du hast viel mehr Erfahrung als ich. Ja, und ich habe 3 Versuche gebraucht. Ja, sicher, hier meine Belohnung hier. Du wirst es sehen, ich werde üben und schließlich werde ich dir das Grinsen aus dem Gesicht wischen. Ich dachte, schießen wollte ich, wollte er sagen. Ah, müssen wir uns gleich mal drüber unterhalten. Ist mir recht, wir werden uns bei der nächsten Gelegenheit beweisen. So, Alvins Geschichte 8. Sehr gut, warte auf, das, auf die nächste Jahreszeit. Journal. So, warte auf weitere Ereignisse. Unikos, da müssen wir dann wieder Steuern zahlen nachher. Wir brauchen immer noch den Bären. Gut, wir brauchen noch ein bisschen Dünger. Ein Baden Dünger. Und haben Essen können wir gleich auch nochmal. Und noch ein Schlückchen. Immer rein mit dem Flachmann. So, und irgendwo hatten wir nicht, hatte doch noch Brot gekauft, ne? Brot. Essen. Siehst du, sauber. So, wir brauchen Dünger. Wir brauchen Dünger. Ganz dringend, das kriegen wir bei ihm hier. So, zeig mir deine Ware. Wir brauchen Dünger, mein Freund. Dünger. Dünger, Tierfutter müssen wir auch nochmal herstellen. Das war, glaube ich, da brauchten wir Weizen für, ne? Weizen und, was war das noch? Weizen und Stroh, meine ich. Weizen und Stroh brauchten wir, glaube ich, für Tierfutter. Könnten wir ihn natürlich auch nachher auch verkaufen, ne? Ich meine, kostet bei ihm jetzt 50. Ja, müssen wir mal gucken. Dünger, egal, kaufen wir erstmal. Kaufen. 30, was kostet 30? Kostet 300. Ah. Ja, cool, okay. Egal, wir brauchen Dünger. Wir brauchen ganz wichtig Dünger. Das nutzt alles nichts. Das nutzt nun mal alles nichts. Achso, warte mal, ich wollte mal was gucken. Bei euch wollte ich nicht gucken, wo gab es denn die Hühner? Wo hatten wir denn die Hühner? Ich wollte mal gucken, was die grundsätzlich kosten. Oder haben die hier nur Gänse? Haben die hier nur Gänse? Ich habe da noch irgendwo Hühner gesehen. Ja, hau sie! Wo hatte ich denn Hühner gesehen? Irgendwo hatte ich doch Hühner gesehen. Oder kann das sein, dass es in einem anderen Dorf gewesen ist? Ich würde mal ganz gerne Hühner kaufen. Ja, Hühner kaufen und dann...
Weil du kostest mir 1500, Alter. Ah. Weiblich, okay. Weiblich. Männchen, weiblich, okay. Dann müssen wir also auch gucken, dass wir da drauf achten. Dass wir da Männchen und Weibchen holen. Wo hatte ich denn die Hühner? War das nicht hier? So ein Karl, was kostet so ein Huhn? So ein Huhn. Was kostet hier so ein Huhn? 5000, heilige Mutter Gottes. Aber bei dir kann man keine Hühner kaufen, ne? Nee, bei dir kann ich keine Tiere kaufen. Nur Tierfutter kann ich kaufen. Was bringt mir nichts? Wenn ich keine Tiere habe, brauche ich kein Tierfutter. Außerdem will ich mir Tierfutter gleich selber herstellen. Und hier haben wir nur Gänse. Schade. Schade, schade, schade. Muss ich mal in einem anderen Dorf gucken, ob die da Hühner haben. Uns keine Hühner mal. Uns keine Hühner kaufen. Aber die müssten zum einen günstiger sein. Sind hier noch irgendwelche Hühner? Nee. Komisch. Müssen wir tatsächlich mal in ein anderes Dorf. Ich habe so das Gefühl, dass es ein anderes Dorf gewesen ist. Weil dann können wir nämlich dann vielleicht Eier, können wir nämlich dann halt Eier anpflanzen, hätte ich fast gesagt. Eier könnten wir nämlich dann herstellen. Wie gesagt, wir müssen an Weizen kommen. Weizen und Stroh. Dann kriegen wir nämlich schön Tierfutter. Und dann bräuchten wir theoretisch eben halt nur noch, wir können natürlich auch erstmal Tierfutter verkaufen. Das könnten wir natürlich auch machen. Aber ich würde mich dann erstmal an die Weidenkörbe halten. Gut, aber erstmal bringen wir Scabby erstmal ihren Dünger, damit sie ein bisschen was tun kann. Wir haben ja eben nur 3 Tage, haben wir nur Herbst. Also da muss sie ein bisschen was reißen, die junge Dame. Naja, was kostet die Gans? Die kostet 1500. Und wenn die 1500 kostet, kannst du davon ausgehen, dass ein Hühnchen vielleicht oder ein Huhn der dich 1000 kostet. Wenn nicht sogar 1250 oder sowas. Schade, dass es keine freilaufenden Hühner gibt. Sonst hätte ich mir die einfach mal gefangen und dann einfach mal einsortiert da. Aber wir müssen mal gucken, ob wir nicht vielleicht sogar... Ob wir vielleicht sogar Weizen da hätten, weil dann könnten wir uns eigentlich schon ein bisschen was herstellen an Futter. Brauchen wir letztendlich nur noch die Hühner, aber wir haben sowieso kein Geld dafür, also auf mal ab. So, Scabby, wie schaut's aus? So, Scabby, warte, hier hast du Zwiebelsamen, Flachshalm, da können wir gleich sonst mal Flachs gleich mal reinschmeißen. Und Dünger, so, F, zack. So, jetzt hast du 30 Dünger, hast erstmal da, kannst du mal ein bisschen was machen, Scabby. Wenn du so freundlich wärst. So, ich pack dir mal sogar die Flachssamen noch dahin. Brennholz, Fleisch, Zustand 25, ja, das wird wahrscheinlich verfaulen. Stroh, Flachssamen, F, zack. Wir kriegen noch dafür sicherlich auch noch ein bisschen was, ne? Flachs, Flachssamen, 10 pro Stück. So, packe ich den mal hier mit rein. Flachssamen, zack. F-E, zack. So. Karottensamen. So, jetzt können wir nochmal gucken. Kann sein, dass wenn sie jetzt sagt, so hier mit... Achso, okay. Dass ihr jetzt vielleicht sagt, so hier, Mensch, jetzt fehlen mir aber Roggensamen. Benötigt Dünger. Hab ich doch! Feldarbeit. Ich hab mir doch Dünger gegeben. Benötigt Dünger. Jetzt macht sie was? Was macht sie jetzt? Oder hat sie Feierabend? Nee, sie düngt, glaube ich. Ja, sie düngt, alles klar. Okay, das heißt jetzt kein Problem mehr mit Dünger. Jetzt müsste es dann aber auch da stehen, so langsam. Ja, alles klar, okay, hat nur einen Augenblick gedauert, sehr schön. Sehr gut, dann kann sie aber schon mal ein bisschen düngen und Dinge tun. Sehr fein, sehr gut.
Wir brauchen Geld. Wir brauchen Geld für die Hühner. Ich würde ganz gerne, achso, und was ich ganz gerne gucken wollen würde, ist, wir brauchen Tierfutter. Ich meine, wir hatten Weizen da. Stroh haben wir da. Einfache Tasche, Brennholzfeder, bla bla. Oder haben wir Weizen schon? Na, verkauft haben wir es ja nicht. Ich muss mal gucken, ob das etwa hier drin ist. Karottensamen, Weizen. Weizen haben wir 31 da. Also verbrauchen wir jetzt tatsächlich richtigen Dünger, ja? Okay, das ist schon mal schade. Das heißt, wir dürfen jetzt Steuern bezahlen und den Dünger. Das ist natürlich ungeil. Okay, Flachssamen, Weizen, 31 Weizen. Also müssten wir sehen, dass wir ordentlich Weizen anbauen, damit wir dann auch wirklich nachher für die Tiere ordentlich haben. Wie schaut denn überhaupt das aus, das Feldmanagement? Wie war denn das jetzt? Wir hatten jetzt gesagt, das wollte ich nicht. Da wollte ich hin. So, so, hier hatten wir gesagt, machen wir hier ein bisschen Weizen. Da ein bisschen Weizen und hier ein bisschen Roggen. Und auf dem Feld haben wir nur Roggen. Und Flachs wollten wir, Flachs konnten wir wiederum nur im Frühjahr machen, ne? Dafür wollte ich ein neues Feld, glaube ich, machen. Ja, wir brauchen sowieso mehr Geld. Ja, gut, ich muss Weidenkörbe machen. Das nützt alles nichts. Ich muss unbedingt Weidenkörbe machen. Unbedingt. Huch. Nein, steck doch weg. Weidenkörbe brauchen wir. Das heißt, wir brauchen Stöcker ohne Ende. Ja, ist alles nicht so einfach, ne? Um da erstmal an Geld zu kommen. Aber ich glaube, wir werden halt ein bisschen mehr Zeit auf jeden Fall und ein bisschen mehr Geld auf jeden Fall in die Feldarbeit investieren. Weil wir da, glaube ich, auch ein bisschen mehr rauskriegen. Da kriegen wir aus Flachs. Aus Flachs können wir eben halt diese Fäden machen. Wir können auch aus Stoffe machen. Und Klamotten können wir daraus fertigen. Oder diese Trinkschläuche, da können wir richtig Geld mitmachen. Aber dafür brauchen wir eben halt auch erstmal die ganzen Felder. Dafür brauchen wir erstmal wieder Geld, um Dünger zu kaufen. Und so weiter und so fort. Also das ist dauert alles ein bisschen. Das können wir alles ein bisschen mit den Weidenkörben so ein bisschen finanzieren. Für den Anfang. Und wir müssen aber sehen, weil wir haben ja nachher auch Steuern zu bezahlen. Und wenn ich da erstmal 6 Milliarden Steuern zahlen muss, dann ist das ja auch nicht so klasse. Hier müssen halt Hühners rein. Hier komme ich gar nicht rauf. Ja. Wir müssen jetzt mal Weidenkörbe. Von den Weidenkörben können wir uns erstmal Tiere kaufen. Auf der anderen Seite könnten wir uns natürlich auch gleich ein Feld für Flachs fertig machen. Also das wird hier ja Roggen, wenn ich das richtig sehe, ne? Das wird ja alles Roggen hier. Das wird alles Roggen, das wird Weizen, das wird auch Roggen. Das heißt, wir brauchen noch ein komplettes Feld. Ein komplettes Feld immer extra für Flachs. Das würde ich sagen, machen wir hier oben. Oder? Machen wir das hier? Oder da unten? Ja, hier unten sieht das aber auch scheiße aus, oder? Hier wollte ich eigentlich eher mal Häuser und sowas noch hinbauen. Vielleicht noch weitere Werkstätten. Können wir das lieber hier oben machen. Hier so, wenn das denn geht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht hier schon ein bisschen zu uneben ist. Was wir auch noch herstellen können, sind Schaufeln und so ein Unfug. Ich glaube, worauf die richtig scharf waren, waren auch die hölzerne Hacken. Ich glaube, die, da waren sie auch sehr scharf drauf. Was kosten die Biester noch? Also, was an Material meine ich? Da kosten die ein Rundholz und 10 Stöcker. Ein Rundholz und 10 Stöcker, okay. Lass uns davon ein paar machen. Und zwar von dem Holz hier. Dann können wir nämlich da auch gleich die Dingens noch fertig machen. Yacht. So. Dann haben wir nämlich gleich die Fläche frei. Dann brauchen wir nur noch eine Schaufel nachher.
So. Dann machen wir hier noch ein schönes Flachsfeld. Fischen hier. Gut. Zack, zack, zack. Davon machen wir gleich ein paar mehr. Wie viel können wir machen? 6 Stück. Aber ich glaube, die werden sind immer ganz gerne genommen, glaube ich. Für die Feldarbeit werden die immer ganz gerne genommen. Wenn wir davon gleich wieder ein paar mehr herstellen, dann können wir die gleich verkaufen am nächsten Tag. Und dann... Ja. Müssen wir mal gucken, wie viel Geld wir dafür kriegen. Vielleicht machen wir gleich noch einen Weidenkorb und dann können wir nächsten Tag nochmal vergleichen. Ich habe jetzt gerade die Preise nicht so auf der Pfanne. Ansonsten müssen wir mal sehen, was wir eben halt verkaufen können, was richtig Geld bringt und was möglichst vom Materialeinsatz nicht so hoch ist. Damit wir das möglichst schnell, damit wir möglichst schnell mit wenig Geld verdienen. So, sehr schön. Gewinnung. Neues Level. Ja, ich glaube, ich werde hier noch ein bisschen weiter doktern. Also, wie gesagt, Strategie sieht folgendermaßen aus. Strategie sieht folgendermaßen aus. Wir müssen sehen, erstmal ein bisschen Geld verdienen. Also weiterhin Geld verdienen. Ne, das heißt, Werkzeuge bauen, Weidenkörbe bauen für Geld. Ne, weil das möglichst Material, ja, es ist ja Material schon. Ne? Ich meine, wir haben ein bisschen Holz, das wir dafür brauchen. Und da müssen wir halt ein bisschen was herstellen. Das ist schon in Ordnung. Weil wir brauchen das Geld nämlich, um Hühner zu kaufen. Wir müssen... Dünger, na, herstellen können wir es da noch nicht, aber Dünger kaufen für die Felder. Das brauchen wir auf jeden Fall. Also das ist erstmal primär Geld verdient für Dünger und für die Steuern. Das wird ja auch noch mit als nächstes kommen. Und nachher für Flachs und den ganzen Kram, dass wir wirklich ein großes, fettes Flachsfeld bauen, weil daraus können wir nachher wieder diese Fäden machen. Dann können wir daraus den Leinstoff machen, das können wir wieder schön teuer verkaufen und so stuft sich das so langsam auf. Wenn wir dann genug Geld nachher über haben, dann kaufen wir uns noch ein paar Hühner, können dann vielleicht mit Weizen nachher uns dann eben halt auch gleich noch Tierfutter herstellen und dann haben wir eben halt einen Hühner. Dann können wir vielleicht ein Eier verkaufen oder ja, keine Ahnung. Vielleicht dann doch irgendwann mal so eine kleine Taverne oder sowas machen. Mal sehen. Obwohl, naja, das wird noch ein bisschen länger dauern, weil da muss es ja auch ein bisschen mehr zu futtern geben. Hm? Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle ein kleines Päuschen. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Mad Evil Dynasty wieder, wenn wir irgendwo den Quell des ewigen Geldes irgendwie gefunden haben. Und insofern macht es gut. Bis dann. Tschüss.